Hallihallo, ich habe mal wieder endlich mir Zeit genommen, mit euch zusammen ein Video zu schminken. Ich habe heute nämlich einen Tag Urlaub und habe mich jetzt unbedingt jetzt hier hinsetzen wollen, mit euch mal wieder ein Video schminken wollen. Ich habe mir mal wieder ein paar High-End-Produkte rausgesucht, die ich mit euch zusammen ausprobieren möchte. Als erstes möchte ich meine Augenbrauen machen, weil die sehen im Moment fürchterlich aus. Und ich habe mir mal diesen Precisely My Brow Pencil von Benefit gegönnt. Ich habe schon lange mit dem geliebäugelt, den einfach mal auszuprobieren, weil so viele davon schwärmen, so viele InfluencerInnen. Und ja, ich wollte jetzt natürlich wissen, was da dran ist. Ich habe ihn mir in einer kleinen Größe geholt, Mini. Hier sind 0,4 Gramm drin und ich glaube, der hat 20 € gekostet. Ja, ich hoffe, dass er mir nicht so gut gefällt. Der hat auf jeden Fall so eine ganz, ganz, ganz dünne Mine und ich habe ihn in der Farbe 3 Warm Light Brown. Die Katze ist auch gleich wieder dran, aber ich wollte mit euch schon mal anfangen. Ich fange jetzt mal an, hier oben meine Augenbrauen, die obere Kontur ein wenig anzuzeichnen. Der Stift ist relativ hart. Trotz allem fühlt es sich nicht so an, als wenn er abbricht. Ich habe ein bisschen das Gefühl, dass ich so rumkratze, aber wahrscheinlich, ja, muss ich da einfach so noch meinen Weg finden. Ist jetzt aber auch zumindest First Impression jetzt kein Produkt, was mich total umhaut, wo ich jetzt sage, ich muss dafür 25 € ausgeben, dafür, dass ich das dann irgendwie einen Monat benutzen kann. Weitermachen möchte ich natürlich mit Bronzer. Also was heißt natürlich? Ich habe mein Gesicht ja schon vorbereitet, habe schon Foundation aufgetragen und auch schon gesettet mit einem Setting-Puder. Und ich habe hier mir von Clinique mal ein Produkt gegönnt. Ich weiß nicht, zählt es zu High-End oder ist das eher was, was man so in der Apotheke kauft? Ich weiß es nicht. Also auf jeden Fall ist es der 02 Sunkissed Bronzer, True Bronzer. Von Clinique habe ich, glaube ich, noch nie was ausprobiert. Habe ich auch tatsächlich in der Apotheke gekauft, in der Shop-Apotheke nämlich. So sieht das Packaging aus. Macht jetzt nicht besonders viel her. Und so der Bronzer. Ach, der hat hier unten noch so ein kleines Knöpfchen zum Drücken. Sieht recht dunkel aus, auf jeden Fall auch sehr warm. Und ich denke mal, er könnte genau das Richtige für den Sommer sein. Ich nehme mir mal so einen großen, fluffigen Pinsel und nehme mir Produkt auf. Kommt gut was an den Pinsel und hat gar kein Kickback. Und dann trage ich mir das wie gewohnt zuerst in tupfenden Bewegungen auf, um Produkt schön abzugeben. Und dann verblende ich es mir in so leicht kreisenden Bewegungen. Sieht sehr hübsch aus. Was mir daran sehr gefällt, ist, dass es leicht aussieht, aber dass man trotzdem was sieht. Wisst ihr? Also es ist jetzt nicht so, dass ich so bäm auf einmal so einen Streifen habe. Aber es ist da, oder? Was meint ihr? Wie findet ihr es? Den Vergleich rechts, links. Jetzt möchte ich weitermachen mit einem Produkt von Rare Beauty. Habe ich auch bisher noch nie ausprobiert. Das ist, glaube ich, die Marke von Selena Gomez. Ist das richtig? Das ist der Soft Pinch Luminous Powder Blush. Ich glaube, der ist auch noch relativ neu. Relativ. Bei mir ist neu manchmal auch schon ein halbes Jahr alt. Und ich habe das in der Farbe Joy. Und die Produkte von Rare Beauty werden relativ viel gehypt. Und schaut euch mal an, wie schön das aussieht. Wow, also ich habe aktuell keinen neuen Highlighter, aber ich denke, ich werde auch gar keinen brauchen. Ist jetzt eine Farbe, die würde ich mir normalerweise eigentlich nicht so auswählen, weil ich nicht so der Lachs-Blush-Typ bin. Normalerweise trage ich eher so in die rosa Richtung, also eher so kühle Farben. Aber ist trotzdem schicki. Also mir gefällt es, dass der so luminous ist. Und es geht super viel auch auf die Haut. Also, a little goes a long way. Man muss fast ein bisschen aufpassen, dass man nicht zu viel aufträgt. Allerdings wiederum lässt er sich auch sehr, sehr gut verblenden. Also, gefällt mir ganz gut. Wie findet ihr es? Habt ihr schon mal was von Rare Beauty ausprobiert? Schaut mal, da sehe ich gleich sonnengeküsst und gesund aus. Was jetzt im Sommer natürlich besonders schön ist, nicht wahr? Weitermachen möchte ich mit meinen Augen und ich habe hier eine Palette von Huda Beauty. Ich habe noch nie was von Huda Beauty ausprobiert. Das ist die Wild Jaguar Palette und die habe ich mal geschenkt bekommen von jemandem von euch. Und ich weiß, dass diese Palette auch schon mal benutzt wurde und ich mag das eigentlich sehr gerne, Produkte dann einfach auch mal auszutauschen und einfach zu sagen, Mensch, wenn was für dich dabei ist, dann probier es doch einfach mal aus. Und deswegen freue ich mich total. Ich ärgere mich fast ein bisschen, dass ich so lange gebraucht habe, jetzt die Palette auszupacken und die mal auszuprobieren. Aber heute ist der Tag der Tage. Ich gehe zuerst in diese ganz helle Farbe hier rein und ja, trage sie mir einfach auf dem gesamten Augenlid auf, um so ein bisschen auch auf die kommende Textur sozusagen vorzubereiten. Ist insgesamt eine sehr kühle Palette. Ich gehe jetzt deswegen hier in dieses Grau mal rein. Bei mir ist bei kühlen Tönen auf den Augen immer ein kleines bisschen Vorsicht geboten, weil es sieht häufig schmuddelig dann aus. Also ich muss da immer ein bisschen aufpassen. Aber
Ich glaube, ich muss einfach gucken, dass ich es nicht zu breitflächig verblende und ja, einfach vielleicht noch immer ein bisschen was Warmes auch mit reinbringe. Ja, kann ich jetzt gerade noch nicht so viel zu sagen, weil Grau auf meinen Augen einfach nicht mein Favorite ist. Deswegen machen wir gleich mal weiter mit. Ich würde jetzt mal die hier nehmen, diese dunkelbraune Farbe. Ich fange mal an hier ganz nah am Wimpernkranz. Versuche mir hier das meiste vom Produkt abzutupfen. Gehe dann auch hier hinten in diese Kante rein. Drehe den Pinsel dann so ein bisschen. Und dann tupfe ich mir noch ein bisschen was auch in meine Lidfalte rein. Und dann nehme ich mir den Pinsel von davor und blende aus. Die Farben sind eher etwas feuchter gepresst, wenn ich es mal so sagen kann. Also sehr weich, sehr anders mit zu arbeiten. Nicht so pudrig, wie viele Drogerieprodukte sind. Und dadurch ist es immer ganz wichtig, dass man die Produkte zuerst auftupft und dann erst blendet, also wischt sozusagen. Ich gebe mir jetzt auch noch ein bisschen was an meinen unteren Wimpernkranz auf. Ja, also ist tatsächlich ganz anders damit zu arbeiten. Ich werde das noch ein paar Mal ausprobieren müssen. Vor allem auch, weil die Farben, wie gesagt, nicht so meine Standardfarben sind, sage ich jetzt mal. Jetzt möchte ich eine von den Schimmerfarben auftragen. Ich würde sogar eigentlich zwei nehmen oder auch am liebsten alle. Aber ja, das wäre ein bisschen viel. Wir haben hier insgesamt fünf Schimmerfarben drin. Die hier sieht natürlich wieder ganz interessant aus, weil die ja grünlich, aber auch silbrig und lila schimmert. Und die ist halt auch sehr cool. Also eigentlich sind alle sehr cool. Ich werde jetzt mal die hier nehmen. Einfach weil ich es kann. Hat einen relativ groben Glitzer drin. Ich hoffe, ihr könnt es erkennen. Schaut mal. Jetzt. Hat einen relativ groben Glitzer und hat auch eine recht dunkle Basis. Und die verteile ich mir jetzt mal auf dem gesamten beweglichen Augenlid. Ich tupfe es mir zuerst nur ab, um wirklich den Glitzer auch schön festzupressen und streiche es sozusagen nicht. Und wow, hat eine super Farbabgabe, also überhaupt nicht trocken. Und dadurch haftet es wirklich auch wirklich, wirklich schön. Und man kann auch sehr viel wirklich transferieren vom Finger aufs Auge oder aufs Augenlid. Schicki. Kommt wieder so schön mein Grün aus den Augen heraus. Was mir jetzt noch fehlt, ist eine helle Farbe für den inneren Augenwinkel. Die werde ich jetzt mal aus einer Highlighter irgendwas nehmen. Und weil mir der ganze Look jetzt wirklich ein bisschen zu kühl ist und sich sehr abhebt so von meinem restlichen Gesicht, gehe ich nochmal mit meinem Blush hier rein. Das mache ich sehr, sehr gerne, um einfach den Gesichtslook von den Augen oder das damit so ein bisschen zusammenzufügen. Und dafür nehme ich mir einfach nochmal einen Blendepinsel, entweder einen, den ich schon verwendet habe oder einen neuen. Und trage mir nur ganz, ganz leicht einfach am Übergang oben das auf. Und könnt ihr sehen, das macht wirklich nur einen ganz, ganz, ganz dezenten Unterschied, aber sieht einfach gleich viel mehr eins aus mit meinem Gesicht. Und deswegen mag ich das total. Also es ist eigentlich einer der besten Tipps, den ich euch geben kann, wenn ihr das Gefühl habt, dass eure Augen irgendwie seltsam aussehen und nicht zum Rest des Gesichts passen. Probiert mal einfach euren Blush noch in die Augen mitzugeben. Und ich finde, jetzt macht das Ganze schon mal einen ganz anderen Look. Und was ich auch noch machen möchte, ist, ich möchte nämlich total gerne mal diese ganz schwarze Farbe hier ausprobieren, aber möchte jetzt nicht so super smoky dunkel werden, möchte aber mir einen Eyeliner damit setzen. Das mache ich auch total gerne, einfach mit einem pudrigen Produkt. Das lässt sich wirklich sehr gut dann auch immer verblenden. Und trage mir das einfach nur in kleinen Strichelchen. Fokussiert hinten und dann so bis maximal zur Hälfte meines Augenlids, so bis zur Mitte meiner Pupille auf. Und dann gehe ich auch an meinen unteren Wimpernkranz, aber nur so ins äußerste Drittel. Und dann habe ich wirklich ein sehr schön definiertes und tiefes Auge, sehr viel Fokus auf meinem Auge, beziehungsweise einfach sehr, wie soll ich sagen, ein Hingucker irgendwie. Die Palette ist so für mich von den Texturen her sehr, sehr schön. Also ich denke, ich würde auch noch mal in Huda Beauty investieren. Oder was heißt noch mal? Ich würde auch mal in Huda Beauty investieren. Ich habe die ja geschenkt bekommen. Die Farben sind halt nicht so zu 100% meins. Aber ich finde, das Ergebnis ist sehr, sehr schön. Vor allem diese lila Farben, die liebe ich ja immer total. Aber ich freue mich auch schon mal, mit dieser Farbe hier zu spielen, weil die sieht auch recht besonders aus. Und die sind auch so ganz wet. Also ganz interessant. Sehr, sehr schön.
freue ich mich schon drauf, weiter damit zu arbeiten. Und jetzt möchte ich meinen Augenlook noch ein bisschen abschließen. Und ich habe hier, such, mir von Zoeva ein Produkt gegönnt. Auf Empfehlung einer ganz lieben Kollegin von mir, die mir auch folgt, zumindest auf Instagram. Falls du mir hier auch folgst, schreib mir doch mal gerne in die Kommentare. Und zwar ist das der Velvet Love Eye Pencil. Der soll ultra super schön weich sein. Sieht halt auch sehr, sehr schön aus. Und es ist auch mein erstes Zoeva-Produkt. Ich habe einen Pinsel von Zoeva, aber bisher noch keine Make-up-Produkte. Und ich habe mir den in so einer ganz hellen Farbe geholt, in so einem Weiß. Wow, der ist wirklich ultra weich. Ich liebe das ja für die untere Wasserlinie. Das dann einfach nochmal abzurunden damit. Wow. Richtig schön. Schaut euch dieses Ergebnis an. Und ich habe gar keine Arbeit damit gemacht, damit gehabt. Wow. Danke für diese Empfehlung. Also der Velvet Love Eye Pencil Eyeliner Crayon. Der wird sich auch sehr, sehr gut eignen, den gibt es halt in ganz viele verschiedenen Farben, ne? Der wird sich sehr gut eignen auch, um wirklich auch ein Wing oben zu zeichnen oder einfach wirklich, wenn ihr so ein Schwarz mögt, einfach wirklich so, wie ich eben aufgegeben habe und schön ausmatschen, also schön so ein bisschen verblenden. Gefällt mir richtig, richtig gut. Vielen Dank für diese Empfehlung. Also kann ich echt empfehlen. Das ist die Farbe Perfect Nude. Also die ist auch nicht ganz weiß, worauf ich immer sehr achte, sondern eher so ein bisschen Creme, leicht ins Rosé gehende. Richtig schön. Wow. Gut, dann gehe ich jetzt schnell die Katzen füttern, trage Mascara auf und dann sehen wir uns gleich. Katzen sind gefüttert, Augen sind fertig, wobei mir noch einfällt, ich brauche noch dunklen Kajal oben, schwarzen Kajal an der oberen Wasserlinie. Und dann möchte ich den Look noch abschließen mit Lippenprodukten. Und zwar habe ich hier von Jive, von der Marke von Gwen Stefani, ein Produkt geschossen, günstig bei TK Maxx heißt es, glaube ich. Und zwar ist es die Anaheim Line Pencil Lip Liner. Und ich habe den hier in so einer ganz nudigen Farbe. Also eigentlich, ja, perfekt für auch so einen Augenlook. Und ich werde den jetzt aber auf jeden Fall erstmal anspitzen. Sollte man sowieso machen, weil es einfach super hygienisch ist. Sollte man sowieso eigentlich nach jedem Mal benutzen machen. Und vor allem aber, weil bei TK Maxx die Leute immer alles ausprobieren, aufmachen. Also da würde ich euch auf jeden Fall raten, falls ihr da irgendwie Mascaren kaufen wollt oder so, macht das lieber nicht, weil die Leute machen da alles auf. Und das macht man einfach nicht. Und ich finde das deswegen auch, ja, überhaupt nicht gut. Der scheint relativ hart zu sein. Aber ich hoffe, dass er trotzdem gut auf die Lippen geht. Wir schauen jetzt mal. Ja, geht gut drauf. Mhm. Ist so ein bisschen mein Lips But Better. Also ich habe ja jetzt hier noch ein bisschen Foundation und so drauf. Von der Farbe her sehr gut. Nicht zu nudig, nicht zu kühl wieder und auch nicht zu braun. Und dadurch, ja, sieht er eigentlich perfekt aus auf meinen Lippen, oder? Wie findet denn ihr das? Er ist auch vom Auftrag eigentlich ganz angenehm, bis auf dass er wirklich sehr, er ist halt sehr hart, geht aber trotzdem gut auf die Lippen. Ich muss vor allem jetzt auch jedes Mal meinen Lip Liner anspitzen, denn ich habe ja hier wieder so ein Äumelchen und dadurch ist es natürlich einfach total wichtig, da sehr hygienisch zu sein. Aber wie gesagt, also auch viele Make-up-Artists schwören darauf, ihre Lippenpencil jedes Mal oder generell alle Stiftprodukte jedes Mal anzuspitzen. Und dann habe ich hier noch von LH Cosmetics. Das ist auch eine Marke, die irgendwie noch so ein bisschen Underdog ist, aber, glaube ich, immer mehr kommt. Und das habe ich bei einer Sephora-Bestellung, glaube ich, einfach mal kostenlos mitbekommen. Und zwar ist das der Infinity Lip Gloss Pastel Peach. Und ich bin ganz gespannt. Ich habe eigentlich so viele Lipglosse. So sieht die Farbe aus. Also ganz schick eigentlich. Und auch hier auf jeden Fall auf dem Handrücken. Ich bin ja sowieso Fan davon, mir solche Produkte erstmal auf den Handrücken zu geben, weil es grundsätzlich immer hygienischer ist, als wenn ihr halt direkt drauf geht und dann entweder mit diesen Applikatoren oder halt auch so, ihr macht ja das eure Bakterien in das Produkt rein. Und gerade auch, wenn man irgendwelche Nupsis hat, dann sollte man da sowieso drauf achten. So, jetzt tragen wir den mal auf. Sieht sehr hübsch aus. Ist mir jetzt fast ein bisschen zu nudig tatsächlich, also ein bisschen zu hell. Ich glaube, ich würde den eher mit einem etwas dunkleren Produkt tragen, den Lipgloss. Also irgendwie mit so einem, was sieht jetzt so ein bisschen aus wie so Concealer-Lippe. Ich würde den wahrscheinlich eher mit einem, entweder mit einem schönen
roten Ton oder mit einem beerigen Ton auftragen. Aber er fühlt sich sehr, sehr gut an, ist auch ziemlich ergiebig, fühlt sich super pflegend an auf den Lippen. Gefällt mir ganz gut. Und das wäre jetzt auch schon der fertige Look. Das war heute irgendwie ziemlich schnell. Ich hoffe, dass ihr euch genauso freut wie ich, dass ich jetzt auch wieder ein bisschen drehen werde. Ich werde jetzt, glaube ich, noch 2, 3 Videos abdrehen, weil, ja, ich muss gestehen, ich hoffe, dass ich wieder mehr drehen werde und drehen kann. Aber ich weiß halt auch, dass unsere Baustelle noch nicht fertig ist und dass einfach unglaublich viel zu tun ist draußen. Und davon werde ich euch noch mal in einem anderen Video erzählen. Versprochen, versprochen. Und jetzt, meine Lieben, bedanke ich mich wieder ganz doll fürs treue Zuschauen bis hierhin und würde sagen, wir sehen uns in meinem nächsten Video. Bis dahin. Bye, bye.